Das Kastell liegt fast am Eingang zur Altstadt. Jahrhundertelang hat es das Reichtum der Stadt von Gallipoli geschützt. Man kann vermuten, dass es schon im Spätmittelalter ein Militärgebäude war. Es wurde dann, wie damals üblich, von den sich abwechselnden Herrschern, den Normannen, den Anjou und den Aragonesen verändert und ausgebaut. Während der spanischen Fremdherrschaft wurden wichtige Modernisierungsarbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel der Bau des runden Wehrturms. Er wurde zum Schutz des Zugangs der Stadt errichtet und später vom Rest der Festung isoliert. Das Kastell war von einem Wassergraben umgeben. Der Zugang ins Innere war dank einer Zugbrücke möglich. Die Festung von Gallipoli ist ein militaristisches Gebäude von großem Ansehen, das die Stadt sowohl von See- als auch von Bodenangriffen schützte. Im 19. Jahrhundert wurde die Markthalle in unmittelbarer Nähe zur alten Schlossfassade gebaut. Sie wurde kürzlich nach langer Schließung wieder eröffnet. Die alte Markthalle, die direkt am Kastell angeschlossen ist, verfügt heute über Bars, kleine Stände und Geschäfte. Heute werden im Kastell von Gallipoli zahlreiche nationale Kulturevents organisiert.